Er ist quasi der Vorläufer eines Navigationsgerätes, der nach dem Erfinder Johann Georg Wilhelm Wien genannte Wiehenwagen. Über ein kompliziertes Zahnradsystem bringt das Gefährt die zurückgelegte Strecke auf eine Karte. In Handarbeit haben Umschüler und Teilnehmer der Jobcenter-Initiative 50+ bei VW den Wagen für das Vermessungstechnische Museum in Dortmund nachgebaut. Im Jahr 1772 hatte der Erfinder die Idee für den Vermessungswagen. Bei den Baunatalern waren die Dortmunder genau richtig, denn die kennen sich mit Zahnrädern aus. Am kommenden Dienstag verlässt der Vermessungswagen Nordhessen und wird nach Dortmund verfrachtet. Dort können ihn Besucher dann im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte bewundern.